Hi, willkommen zu einer neuen Folge Forspoken. Letztes Mal haben wir uns ja ein bisschen über die Tantas informiert und heute brechen wir auf zu unserem nächsten Ziel, was immer das sein mag. Wird mir Ralf jetzt bestimmt sagen. Miss! Hä? Mein Freund sagt, dass du ein komisches Leuchteding in der Tasche trägst. Ein Leu... Oh, du meinst das? Oh, was ist das? Das nennt man ein Handy. Wie sage ich das? Damit kann man mit Leuten reden, die weit weg sind. Oder Bilder von dem machen, was man sieht. Wow, dann heißt das, du kannst damit Bilder machen, außerhalb von Sipol? Ja, schätze schon. Ich kenne das Umland bisher nur aus Büchern. Könntest du uns Bilder bringen? Klar, kann ich machen, aber erwartet nicht zu viel, okay? Ich bin keine Profi-Fotografin. Ich weiß nicht, was das ist, aber danke. Ich freue mich so. Okay. Ist das jetzt eine Quest? Okay, vielleicht kein wertloser Schrott. Fotospots. Mache Fotos an den Fotospots, die auf der Karte markiert sind, um sie den Kindern in Zipal zu zeigen. Je mehr Fotos du schießt, desto mehr Features im Fotomodus werden freigeschaltet. Ich hab's nicht so mit Kameras, ehrlich gesagt. Ich auch Ich bin mir nicht. sicher, sie werden sich freuen, egal was du ihnen zeigst. Sie haben ja sonst nicht viel im Leben. Vielleicht sollten wir von Zeit zu Zeit vorbeischauen, um sie ein wenig aufzumuntern. Du hast recht. Das wäre kein Aufwand, aber es würde ihnen viel bedeuten. Ja, Foto neu. Ach nee, das ist ein Abstecher sogar. Okay, mal schauen. Wenn ich nach Zipal halt irgendwann zurückkehre, werde ich irgendwie ein Foto schießen und dann ist gut. Plus 11 Mann, das reicht noch nicht. Also, bist du bereit? Ja. Zeit, dass die Alte stirbt. Ja, wo muss ich denn hin? Die auf Ahrenskarte markierten Orte wurden auf der Weltkarte eingetragen. Was? Das ist am Arsch der Welt! Ne, ich will nicht näher ran, ich will weiter weg. Ich will wissen, wie weit das von mir weg ist. Das ist super weit weg. Holla die Waldfee. Okay. Ich würde mal sagen, ich gehe erstmal dahin. Und dann hier, 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 hier. Und dann tun wir uns schon irgendwann dahin nähern. Das wird eine lange Reise. Ja, das habe ich mir Unser gedacht. erstes Ziel sollte die Festung sein. Von da ist die Burg nicht weit. Du bist wirklich allwissend, oder? Nein, ich habe lediglich die Karte studiert. Okay. 1 Kilometer. Aber hier können wir jetzt erstmal uns ein bisschen wieder mächtiger machen. Hä? Wieso ist sie da nicht hochgesprungen? Ich glaube, ich komme da nicht so leicht hin, ne? Nein, 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 nein. Okay, das hat keinen Damage gemacht. Ich glaube, das mit der Werteverbesserung, das knicken wir schon mal. Weil da komme ich nicht so leicht hin. Aber hier ist ein bisschen was zum Mana sammeln. Da kommt man nämlich von hier gar nicht so hin.
Dann gehen wir dahin. Gesegnete Eben, das ist wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkomme. Ne, es wird mir hier nicht angezeigt, in den Dingen, wo ich bin. Okay, wir gehen erstmal zur Pilgerzuflucht und da ist auch ein Modus für den Fotomodus. Das war kein guter Satz. Ein Ort für den Fotomodus, so wollte ich sagen. Keine Sorge, ich bin auch fit. Wunderbar, dann lass uns keine Zeit verlieren. Ja. Komme ich auf die andere Seite irgendwie? Ja, da ist ein Durchgang. Ah, das ist hier der Fotomodus. Probieren wir einmal aus. Oh Mann, ich bin da eigentlich kein Fan von oder interessiere mich ehrlich gesagt nicht dafür, aber... Bild werden. Komm, machen wir mal. Das wird genial so. Fotos machen. Folge dem Pfeil, um Frays Smartphone auf dem Bildmotiv zu richten. Und passe den Zoom an, um eine perfekte Aufnahme zu machen. Wenn dir ein gutes Foto gelingt, dann vergiss nicht, es zu den Kindern in Zipa zu zeigen. Ja. Das ist doch schick, oder? Finde ich noch was Schickeres? Na komm, hier. Aber man kann maximal 5 nur machen. Hast aber nicht viel Speicherplatz auf dein Handy dann. Okay, dann gucken wir mal, ob in der Bude hier was zu finden ist. Oh ja, ja, ja. Ah ne, es ist nur ein Trank. Aber hier ist ein Dokument. Was wollte ich nochmal machen? Wenn Gegner besiegt wird, wird automatisch eine Heilung ausgewählt. Jetzt aufgewertet werden. Kann ich hier... Dafür brauche ich den Metallkluppen. Wir können die Medizinbeutelkapazität erhöhen. Und das kann ich auch durch die Feder. Das kann ich nochmal machen. Jetzt brauche ich 2 Federn. Die habe ich nicht. So, jetzt können wir Sachen aufwerten. Mal machen. Ich habe noch nicht so viel gefunden. Ich kann für die Halskette, die ich bekommen habe, was machen. Oh, da kann ich auch nochmal diese Schoße reinmachen. Also mehr TP finde ich eigentlich ganz gut. Und mehr Verteidigung. Verteidigung, können wir keine Trefferpunkte wiederherstellen. Ne, machen wir einfach Verteidigung hoch. Oder violette Magie hoch. Ne, Verteidigung hoch. Dann halte ich mir aus. Das gegen die etwas dickeren Brocken, denke ich, von Vorteil. So, jetzt kann ich einen Trank mehr tragen. Das ist auch vom Vorteil. Und hier haben wir Dokumente. Eines Tages, bald nachdem das Misama nach Preos vorgedrungen war, kam ein fahrender Händler nach Legatus, doch das Dorf war wie ausgestorben. Erst als er zum Dach eines nahen Gebäudes hinaus sah, erblickte er ein großes, geflügeltes Etwas. Schwarz war die Nacht und unbeschreiblich grau und erregend. Unmittelbar nachdem er die Kreatur gewahr wurde, ergriff der Mann die Flucht und blieb nicht stehen, bis er Zipel erreicht hatte. Zumindest erzählt dies die Geschichte jeden, den er dort begegnete. Oh, was ist das? So. Um Nächtigen brauche ich einen. Oh, da ist... Oh, hier ist so ein... Willst du eines davon lesen? Weiß ich nicht, ob ich das will. Das kannst du einfach nur ändern, ne? Okay. Ah, da liegt noch was. Daraus kann ich echt krassen Shit machen. Ah, diese Metallklumpen gibt's jetzt auch so hier rumliegen. Okay. Ja, wir sind in einem Abschnitt, wo es recht viel gibt. Es gibt hier auch 2 Mutanten.
Einer ist in meiner Nähe. Also die letzten beiden Mutanten, mit denen ich mich angelegt habe, von denen habe ich auf die Glocke bekommen. Ich gehe mal erst hier zu der Werteverbesserung und dann gucken wir mal, ob wir den Mutanten was ausrichten können. Ich kann hier mal ausprobieren. Vielleicht ist er nicht so stark wie die anderen oder vielleicht kann ich den besiegen. Schauen wir mal. Also bisher waren sie zu mächtig. Oh, 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 oh! Ich finde das so geil, wie ich hier den Berg hochlaufen kann. Ich muss wahrscheinlich hier hoch, ne? Aber ich muss wahrscheinlich mir noch eine Fähigkeit freischalten, dass ich höher Berge hochkomme. Da komme ich ja nicht hoch. Aber ich muss da... Ich bin ja auch ganz... Nee, ich muss da nicht hoch. Man kann da von unten bestimmt irgendwie lang. Oh, da ist Mana da unten. Will ich haben. Ich weiß nicht, ob es eine kluge Idee ist. Ich lasse mich mal fallen. Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Oh ja. Ey! Ich dachte, er wäre tot. Ralfs Konter. Drücke Dreieck in den richtigen Moment, in dem Ralf seine Abwehr aktiviert, um einen Gegenangriff auszuführen, um einen Teil von Freys Trefferpunkten wiederherzustellen. Wenn das Timing perfekt ist, gelingt dir ein Präzisionskonter, der mehr Schaden verursacht und darüber hinaus Freys Trefferpunkte in erheblichem Maße auffüllt. Die Menge der wiederhergestellten Trefferpunkte wird nie die Menge des Schadens übersteigen, den Frey in einer Attacke erhalten hat. Okay. Da ist der Mutant, aber wie gesagt, den will ich erstmal sein lassen. Und mich erstmal ein bisschen mächtiger hier machen. Wenn ich noch 6 Mana bekomme, kann ich auch Sprengschussstufe 3 freischalten. Das wäre ja von Vorteil gegen den Mutanten, ne? Da ist der nächste. Noch 5. Gefahr. Was ist Gefahr? Ich habe wahrscheinlich irgendeinen Gegner entdeckt. Ach, da oben. Was? Es klappt immer noch nicht? Konzentrier dich, Frey. Gleich knapp. Warum habe ich Sprengstoffstufe 1 ausgerüstet? Jetzt aber ich sehe das da unten bloß, ne? Ach so, wenn ich länger gedrückt halte, ist es Stufe 2. Oh ja. Okay. Es hat sich gelohnt, hier ist Mana. 4 Stück noch, dann haben wir Stufe 3. So, ich hoffe, ich komme da jetzt irgendwie hin. Weil es ist noch relativ weit. Oh, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Hier haben wir weiteres Mana. Einen brauche ich noch. Ja, ich weiß nicht, ob ich über diese Berge da jetzt rüberkomme. Ja.
Kannst du dich da drauf stellen? Ich habe ein Problem. Ich bin festgeglitscht. So, ich komme mal raus, okay. Okay, probier da mal hochzukommen, Fry. Nee, da komme ich nicht hoch. Ich muss irgendwie außen rum. Wenn ich an diesen Turm jetzt nicht rankomme, ist das schon wieder sehr, sehr ärgerlich. Hier geht's runter. Also ich will eigentlich nur zu diesem Turm hin, aber irgendwie komme ich meinen Zielpunkt näher. Oh, was bist du denn für einer? Fesse dich mal. Oh, das ist resistent! Und der macht Aua. Gleich kommt ein Knaller. Nee, lass uns weg. Es ging alles resistent. Geiles Gefühl. Er weiß aber nicht, wo ich bin. Oh, das ist gut. Vorsicht! Okay, ich beschäftige mich nicht mit dem mehr. Der ist mir zu böse. Da komme ich nicht hoch. Vielleicht von hier? Komm! Ja! Geschafft! Was ist das? Sein Monument der Stärke. Verteidigung plus 5. Ja, ich möchte aber im Endeffekt... Oh, hier gibt's viel. Ich wollte dahin. Wie komme ich dahin? Das ist halt ein dicker Berg. Dann gehe ich da hin und lass das sein. Also, ich glaube, man bekommt später noch Fähigkeiten, womit man diese Berge leichter erklimmen kann. Dass ich einen Doppelsprung oder sowas bekomme oder dass ich länger die Wand hochlaufen kann. Ich glaube, da komme ich auch nicht ran. Nein, können wir vergessen. Ah, soll ich's... Was ist das da? Eliminiere den Feind. Das ist irgendwas... Soll ich's wagen? Mit den Mutanten, die... Bisher haben die mich immer verprügelt. Aber ich probiere es aus. Versuch mal klug, ne? Den kenne ich, glaube ich, sogar. Das ist so ein ähnlicher Mutant, wie den ich schon mal getroffen habe. Wie sollen wir vorgehen? Wir könnten es einfach ignorieren. Geht es dir gut, Frey? So viel zu dem Thema. Komm, bring mich um. Diese Viecher kann ich absolut ignorieren am Anfang. Die sind viel zu stark. Wenn man das mal mit den Silas-Boss vergleicht, der war ja relativ easy und das war ein Story-Boss. Und die machen einfach kurz einen Prozess mit mir. Gegen die habe ich null Chance bisher.
So, dann können wir dahin. Das gehört auch noch zu dem Gebiet hier. Das können wir schon mal wegmachen. Ich komme halt nicht überall ran, wegen der Mauer. Das ist hinter der Mauer oder irgendwie hier drin. Zu dir möchte ich auch nicht. Okay, das ist hinter der Mauer, das können wir vergessen. Ebenso wie das da. Weil das dann auch hinter der Mauer ist. Dann probiere ich das. Dann gehen wir dahin. Ist ja nicht so, dass ich keine Möglichkeiten hätte, irgendwo hinzugehen. Außer Straight Discovery. Also, die Welt ist groß genug. Ne? Also, es gibt reichlich zu entdecken. Und durch diesen Sprint kommt man auch schnell an Sachen ran und muss auch nicht endlos hin und her laufen. Super, das sind ja mal einige. Dann mach doch einfach das Beste daraus. Ja, ich verprügel hier alles. Wirklich? Oh Gott, das sind in der Tat einige! Jetzt aber, Frey. Schon dabei! Oh, die sind immun dagegen, das ist nicht gut. Achtung! Autsch! Du solltest Schlägen in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Ja, das habe ich nicht bedacht. Es sind halt viele und du verlierst leicht die Übersicht. Es kommen immer wieder neue, ey. Ich bin ein Wespennest gestochen, habe ich den Eindruck. Oh shit. Raus da. Und ich erkenne immer zu spät, dass die für den Kill anfällig sind. So, habe ich jetzt erstmal Ruhe. Oh, was ist das? Verderbnis-Hotspot. Bestimmte Gegenden sind durch den Bruch extrem gefährlich geworden, insbesondere weil furchterregende, mächtige Albtraumkreaturen dort ihr Unwesen treiben. Wenn du planst, ein solches Gebiet zu betreten, solltest du dich gut vorbereiten. Oh Gott. Wir haben mal Leute gewohnt. Leute, die vielleicht Wertsachen besaßen. Ein Blick zu riskieren kann ja nicht schaden. Ja. Mal gucken, wie stark sind die Gegner hier? Schon gut. Friss Dreck. Ich habe irgendwie das Gefühl, jeglicher Gegner ist zu OP für mich. Frey, die. Ja, die sind zu stark für mich eigentlich, glaube ich. Also die halten nicht so viel aus, aber die machen so viel Schaden. Sonst probiere ich mal das hier. Ja, das hilft. Das ist unsere Chance. Nicht schlecht. Aber die halten also richtig viel aus. Ich kann dich nicht vor jedem Treffer bewahren. Ach, und wieso nicht? Gleich geht's weiter. Ich habe noch einen Trank und es sind, was weiß ich, wie viele über.
Fliegende Gegner, natürlich. Und er kann sich teleportieren, das Mistvieh. Hallo, wie sieht denn an? Okay, wie viele sind noch über? Da ist noch einer. Wenn sie nicht im Kollektiv auftauchen, geht's auch. Auch wenn sie zu viel Schaden machen, Reserve. Dieses Nageldesign soll Heilungsfähigkeiten verbessern, erhöht die Rate mit TP wiederhergestellt werden. Außerdem, nachdem sie unter einem bestimmten Wert gesunken sind. Eine passable Leistung. Ah, ich hab's geschafft. Das soll ein Kompliment sein. Nimm es, wie du willst. Ja, es war heftig. Also, die haben richtig viel Schaden gemacht. Ich habe neue Nägel bekommen. Der ist neu, ne? Bei niedrigen TP wirken Heilungsgegenstände besser. Schaden durch Zauber plus 2%. Nehme ich mal. Klingt für mich besser als das, was ich vorher hatte. Okay. Was ist der nächste Abstecher, den wir machen können? Hoffentlich nicht mit zu starken Gegnern. Da ist ein Fotospot. Den steuere ich einfach an. Ich werde es nicht machen, aber den steuere ich einfach mal an, damit er von der Karte verschwindet. Und das hat mir nur 6 Erfahrungspunkte gegeben, oder was das hier? Das finde ich schon sehr, sehr mager, um ehrlich zu sein. Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kiddies machen. Das ja. Wäre genial so. Ein paar Bilder habe ich noch. Ey, die Monster kann man nicht fotografieren. Was machen wir denn? Das ist da oben, ne? Genau, zack! 4 Stück kann ich noch machen. Ah, man kann insgesamt 6 machen. Ich hatte gedacht, es sind nur 5, nice. Aber... Annehmbar. Kannst du es besser, Ralf? Wir können gerne tauschen. So, was ist das? Verschloss. Oh, ein verschlossenes Labyrinth. Wir gehen noch zur Werteverbesserung erst, Leute. Das Labyrinth hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Sofern ich zur Werteverbesserung hingehen kann. Das sieht nämlich so auf, aber das wieder ganz oben hier ist. Genauso sieht's aus. Allerdings glaube ich, dass ich da hinkomme. Und das ist ein ganz wichtiger... Ah, das war knapp! Das kann sie schaffen. So. So, jetzt fühle ich mich schon auf einer besseren Ebene. Vergesst, was ich gesagt habe. Dann gucke ich, ob ich zu dem Labyrinth überhaupt hinkomme. Das ist ein bisschen schade. Das Labyrinth ist auch da oben. Da komme ich... Obwohl, da ist ein kleiner Vorsprung. Da komme ich vielleicht hoch. Ich glaube nicht. Ich kann es probieren, aber ich glaube nicht. Ja, irgendwie glitsche ich mich hier hoch. Aber es geht dann da... Ne. Das können wir vergessen, Leute. Das können wir vergessen. Dann probiere ich das in der nächsten Folge.
Da ist ein Mutant, den können wir auch vergessen. Da ist der nächste. Ja, Mutanten können wir vergessen. Wir können jetzt noch unseren Sprengstoff Stufe 3, wo haben wir ihn? Da. Durch unser Mana holen. Und ja, dann machen wir bei in der nächsten Folge weiter. In der Hoffnung, dass wir da ein paar mehr Orte erreichen können. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis bald und ciao.